Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ben hat etwas ultra krasses für Discord entwickelt. Also schauen wir uns das heute mal an, weil denn auch ihr könnt quasi davon profitieren. Und zwar gehen wir zuerst mal ganz kurz hier auf GPortal und machen hier auch schon mal das Webinterface auf. Denn es geht um dieses ganze LS-Dedicated-Server-Ding. Ihr habt einerseits hier euer Webinterface, hier jetzt bei GPortal, bei unserem Server, wo ihr auch gerne vorbeischauen könnt. Mit unserem Link spart ihr immer 10%. Genau, da könnt ihr verschiedene Daten rausziehen. Und das haben wir uns angeschaut. Das kann man nämlich auch hier oben tun, wenn man auf Einstellungen geht. Und dann gibt es hier eine API und so. Und mit Hilfe von Discord und so kann man auf diese ganzen Daten, die hier drin sind, zugreifen. Zum Beispiel auch auf diese Charger Safe Game. Hier stehen dann so Sachen drin, wie euer Safe Game heißt, wie viele Leute drauf sind, wie viele Slots sie nutzen, wie viel Geld auf diesem Safe Game ist und auch, was für andere Sachen es kann. Und wir haben da jetzt was Kleines entwickelt. Dafür braucht ihr einerseits hier eure IP von eurem Server und den Port. Den könnt ihr aber auch ganz einfach hier oben rausziehen. Wir haben jetzt hier noch nicht mit dem Port probiert. Aber mit dem Port hier oben geht es auf jeden Fall. Nehmt ihr den hier, kopiert den. Und wichtig ist, dann gibt es noch einen sogenannten Code. Dazu könnt ihr entweder jetzt bei eurem GPortal-Server hier in die Einstellung, Basiseinstellung gehen. Und dann ist es genau dieser Webstats-Code. Dann nehmt ihr entweder den hier. Oder ihr geht hier in eurem Webinterface. Macht ihr hier diese Charger Safe Game Datei auf. Und dann habt ihr die hier. Geht hier auf den Link. Und dann steht einerseits hier der Code. Und auch hier eure IP mit dem Port. So, das sind die zwei wichtigsten Dinge, die ihr jetzt erstmal braucht. Dann müsst ihr quasi unseren Bot einladen. Den haben wir extra für euch programmiert. Der wird auch gehostet. Den Einladungslink zum Bot, also den Link, mit dem ihr den Bot einladen könnt, auf euren eigenen Discord-Server, findet ihr einmal in den Kommentaren und aber auch gleichzeitig in der Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Einmal macht ihr hier einfach, sobald ihr den Bot invited habt, der heißt hier DediBot Sheba, den könnt ihr dann einladen zu eurem Discord-Server und dann könnt ihr /Setup machen. Das ist dann hier, wo DediBot steht. Dann wählt ihr das aus. Dann sucht ihr euch einen Channel aus. Wir haben jetzt hier den Video-Channel. Und dann drückt ihr einmal Enter. Dann kommt dieses Formular. So, wir benennen jetzt das Panel. Das ist jetzt zum Beispiel das Panel oder die Übersicht von diesem, was wir haben, für unseren Sheba-Hexen-Server. Ich nenne ihn jetzt nur Sheba-Server. Hier geben wir jetzt die IP ein mit dem Port. Ohne das HTTPS, das ist ganz wichtig, nur so. Und hier müsst ihr jetzt diesen Code eingeben. In unserem Fall ist es der hier. Und dann drückt ihr Absenden. Und jetzt ist genau das hier passiert. Einmal hier die Nachricht, es wurde erfolgreich erstellt. Und dann ploppt hier dieses wunderschöne Fenster auf. Jetzt seht ihr hier, unser Server ist online. Das heißt, genau, wir haben jetzt hier My Safe Game. Das ist genau hier die Daten, die ihr auslesen könnt und auch die Karte. Hier noch mit Bild. Sehr schön. Und das kann man auch alles anpassen. Unter anderem könnt ihr auch jetzt hier sehen, welche Spieler drauf sind, wie viele Slots verfügbar sind und auch welche Mods auf diesem Server installiert sind. Hat sehr lang gedauert, aber hat auf jeden Fall funktioniert jetzt alles. Genau. Jetzt kann man das natürlich auch abändern. Einerseits kann man hier in dem Server einfach mal den Server offline nehmen. Und dann wird dieses Bild, dieses M-Bild heißt es auf Discord, also diese Textbox wird aktualisiert, dass der Server offline ist, so wie hier jetzt. Und auch das seht ihr dann hier direkt, dass euer Server offline ist. Quasi, wenn jetzt nur einer von euch einen Zugriff auf diesen Dedicated Server hat, also euren Farming Simulator Server, dann könnt ihr das für euren Discord-Server mit euren Freunden nutzen, den Bot einfach einladen und dann könnt ihr genau dieses Embed erstellen, diese Textbox, und dann können eure Freunde immer sehen,
wenn euer Server offline ist oder online oder es irgendein Problem gibt. Denn es gibt hier auch den Fall, wenn man jetzt ein leeres Safe Game nimmt, wir speichern das einmal und dann starten wir den Server. Dann ist es nämlich nochmal ein ganz spezieller Fall. Und dann seht ihr das nämlich auch. Das dauert immer ganz kurz, bis es aktualisiert, damit der Bot quasi nicht eingeschränkt wird, weil er zu oft diese Nachricht aktualisiert. So, dann seht ihr hier nämlich keine Daten. Das liegt daran, weil jetzt einfach in dieser Safe Game Datei nichts drin steht. Das heißt, dafür muss erstmal ein Spieler joinen. Und genau das machen wir jetzt auch einmal ganz kurz. So, gehen wir hier einmal durch. Ganz normal können wir unserem Server joinen. Und sobald wir quasi jetzt auf diesem Server drauf sind, ich lasse es hier einfach mal durchladen. Und wir schauen währenddessen hier. Wird nämlich auch wieder diese Textbox aktualisiert. Und dann stehe ich auch als Spieler drin. Es dauert natürlich wieder einen kleinen Moment. Wir haben jetzt hier auch eine relativ große Karte. So. Sind wir auch auf dem Server. Und jetzt können wir hier zurückgehen. Dann dauert es wieder einen kleinen Moment. Und dann wird auch das wieder aktualisiert. Es dauert jedoch immer etwas länger. Weil allein dieser Server von LS sich immer nur zu einer gewissen Zeit aktualisiert. Jetzt stehe ich hier schon als Spieler drin. Und hier noch nicht. Diese XML hier, also die HTML von dem Safe Game, was ihr auch auslesen könnt in eurem eigenen Safe Game, jetzt halt nicht mit dem Bot, aber das kann jeder an sich abändern. Die aktualisiert sich nur alle 5 Minuten. Deswegen wird im Normalfall auch diese Daten verändern sich quasi nur alle 5 Minuten. Bloß hier, das ändert sich, weil wenn man hier oben unter Einstellungen geht, gibt es hier noch diese XML und hier steht auch drin, welche Spieler online sind. Die aktualisiert sich etwas öfters und vor allem auch wenn neue Spieler joinen, aktualisiert die sich. Darüber können wir dann auch hier schon die Spieler auslesen. Da stehe ich jetzt schon als Spieler drin, aber hier steht noch keine Daten, weil eben noch diese Safe Game HTML noch nicht aktualisiert ist. Das dauert noch ganz kurz und dann geht es gleich weiter. So, bei mir dauert das jetzt relativ lange. Deswegen kann es auch manchmal helfen, wenn ihr euch in euren Server hier einmal als Admin einloggt und auch einfach mal speichert. Manchmal hilft es auch. Und jetzt ist es nämlich hier da. Und jetzt dauert es nur ganz kurz. Und dann hat auch der Bot das aktualisiert. So, und jetzt steht nämlich auch der Server wieder als online drin. Jetzt können wir hier schauen. Okay, Spieler, bin ich jetzt drauf? Hier schon seit 12 Minuten, bin auch als Admin eingeloggt. Und es gibt noch 15 Slots zur Verfügung. So, dann seht ihr hier noch so ein paar wilde Buttons. Verkehr, Schnee, Steine, Kalk, Fruchtzerstörung und so. Und auch die haben natürlich ihren Sinn. So wie hier die Schwierigkeit. Auch das könnt ihr alles aktualisieren. Und auch den Kontostand. Das machen wir hier jetzt mal gemeinsam, indem wir einen Hof erstellen. Dann haben wir einmal diesen Kontostand. Und zugleich machen wir mal den Verkehr aus. Die Schwierigkeit noch eins schwerer. Und Steine und Kalk sowie Unkraut machen wir jetzt mal aus. Speichern das Ganze. Und dann schauen wir hier wieder. Warten ganz kurz. Und auch dann wird das aktualisiert. So heißt, wir brauchen das hier nicht mehr. Schauen hier ganz kurz. Und jetzt seht ihr schon hier, ist ein Kontostand aufgeploppt. Die Schwierigkeit ist zwar abgeändert worden von einfach zu schwer mittlerweile. Der Verkehr ist jetzt aus, Steine aus, Kalk aus und auch Unkraut ist aus. Also das geht quasi, das sind alles Daten, die ihr mit unserem wunderschönen Bot jetzt auslesen könnt und für eure Freunde quasi auch zugänglich machen könnt. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Ideen habt, was wir noch einbauen können, dann könnt ihr euch gerne bei uns auf dem Discord-Server einfach hier im Ticket-Support melden, dort ein Ticket erstellen zu einer Frage oder einem Problem und dann können wir gerne hier eure Anregung aufnehmen und das dann vielleicht noch einbauen. Also es ist jetzt quasi die DDApp 22, also für den Landwirtschaftssimulator 2022. Jedoch hat sie einen Nachteil. Ihr könnt nicht direkt hier über das Panel die Daten abändern. Wir freuen uns auf euer Feedback.
Also schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dem Bot haltet, ob ihr es unnötig findet oder ob ihr das eigentlich eine voll coole Idee findet, damit die Daten für eure Freunde auch zugänglich zu machen. Deshalb würde ich euch auch bitten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like und ein Abo da, weil dann können wir mehr solchen coolen Stuff machen und solche Sachen auch weiterentwickeln. Und damit würde ich halt auch jetzt sagen, das war unser Dedi-Bot, unsere Dedi-App, wie auch immer. Hier jetzt für Discord, nicht fürs Handy. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt mit unserem Dedi-Bot, beziehungsweise mit unserer Dedi-App, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und auch somit mit dem Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.